Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Wir spielen in der Runde 7 Days to Die Darkness Falls. Mit dabei meine werte Mitstreiterin Hannah Cat. Hallo. Der Floschi ist leider nicht mit dabei. Ich bitte das zu entschuldigen. Das Problem bei uns ist halt einfach, wir haben nicht ganz so viel Zeit und der Großteil der Zeit geht einfach für unseren Twitch-TV-Channel drauf, wo wir nach Möglichkeit häufig Livestreams anbieten. Das hier ist mehr so ein Randprojekt, dass wir YouTube wieder so ein bisschen reaktivieren. Ich denke, der wird irgendwann mit dabei sein, aber auch nicht unbedingt bei jeder Episode, selbst wenn er dann irgendwann mal auftaucht. Von daher schauen wir einfach mal, wann er mit dabei ist. Wir spielen jetzt erstmal wieder zu zweit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ansteht. Die letzte Folge ist mittlerweile doch schon eine ganze Weile her. Was wir auf jeden Fall brauchen vor der nächsten Horde, bzw. vor der ersten Horde-Nacht, sind Waffen. Da müssen wir heute ganz dringend gucken. Außerdem müssen wir langsam mal echt eine Nahrungsquelle irgendwie errichten. Da wäre es eigentlich ganz sinnvoll, du würdest dich nochmal um die Kartoffeln kümmern. Das ist eigentlich irgendwie so gerade mit das Wichtigste. Können wir danach suchen? Ja, ja, ich weiß eigentlich halt, eher Kartoffeln pflanzen. Ich weiß ja halt leider immer noch nicht, wie das funktioniert. Ja, hier oben drauf nicht, unten quasi in den Dingsabums. Ja, ja, aber mit den Bewässern und so weiter. Ja gut, so wie Floschi das gemacht hat. Du machst die Hügel, da pflanzt du die Kartoffeln und daneben kommen Wassergräben und dann ist gut. Gut, das habe ich wie gesagt noch nie gemacht. Also ich. Das hat Floschi auch irgendwann einfach ausprobiert. Ja, also einfach ausprobieren. Gut, das heißt nicht, dass es direkt klappt, das wollte ich damit sagen. Muss mal gucken, Chicken, was kann man da noch machen? Haben wir noch Eier? Ich werde jetzt erstmal hinten zu diesem bereits fertigen Kartoffelfeld laufen. Ja. Ich weiß halt zum Beispiel gar nicht, was ich da alles für Werkzeug für brauche. Ob ich, wahrscheinlich werde ich irgendwie Eimer brauchen, damit ich Wasser transportieren kann. Ja, genau, Eimer. Da muss ich ja erstmal Eimer zum Beispiel herstellen. Ich mache noch mal ein paar Eier mit Speck auf. Kannst du den Eimer herstellen für mich bitte? Keine Ahnung, ein paar Stück. Müsste ich normalerweise in der Schmiede machen können im Moment. Ja, ja, das war mir bewusst. Dann ich glaube, der hat das mit den Clay Bowls gemacht, hat er das. Was sind denn Clay Bowls? Ja, also Tonschüsseln sind das. Achso, Toneimer quasi. Ja. Ich mache mal 5 Stück davon. Laufen vor sich hin. Ich brauche nämlich auch langsam wieder was zu essen. Oh, ist Dollar draußen! Oh mein Gott! Ich habe Angst! Das ist eigentlich so ein Chizzy. Was habe ich da jetzt alles angeschmissen? Oh, da ist ein Zombie, gegen den werde ich kämpfen müssen. Hilft ja nichts. Steht direkt vorm Kartoffelfeld. So. Was? Das war ein One-Shot mit einem Steinpfeil. Wow, du bist ja ein richtiger Killer, Hammer. Brauchen wir leere Gläser? Ja, ja, nimm mal mit auf jeden Fall. Also alles, was du kriegen kannst, nimm mit. Und du bist mit dem Speer gegen die Junge, oder? Werde ich tun, mein junger Freund. Okay, zweimal noch hingestochen. Oh, die Kartoffeln sind aber immer noch nicht so gut. Ich werde mal ein bisschen durch die Gegend auf nochmal ein Gebäude finden, das sich eventuell lohnt zu looten. Also wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Waffen vor der nächsten, vor der ersten Horde-Nacht. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir irgendwo Waffen bekommen. Gut, also da diese Kartoffeln noch nicht fertig sind, werde ich wohl ein eigenes Feld anbauen müssen. Muss ich denn irgendwas kaputt dingsen, damit ich das pflanzen kann? Kaputt dingsen. Also muss ich irgendwie was umgraben oder sowas? Muss ich das Feld umgraben? Versuch mal, ob du eine Hoe herstellen kannst. Wie nennt sich das auf Deutsch? Hacke. Na, eine Spitzhacke kann ich bauen. Nee, das muss irgendwie eine andere Hacke sein. Gartenhacke. Genau, Gartenhacke. Richtig. Ja, Leder brauche ich dafür. Damit musst du auf jeden Fall das Gebiet, wo du pflanzen willst, musst du damit bearbeiten. Das meine ich, genau. Und dann kann ich pflanzen, ne? Genau. Okay. Ganz genau, lieber Hammercat. Dann muss ich wohl oder ich muss zurückrennen zur Base. Immer ein Gesicht, Brudi. Oh, guck mal, das ist wieder so ein kleiner Mann. Hallo, kleiner Mann. Oh, ich hab einen Punkt. Setz ich den. Werkbank. Das Werkbank. Du musst in die Werkbank. Ach ja, das ist sehr gut. Schön, dass du es gesagt hast. Schon 100.000 Euro nehmen, ja. Fortgeschrittener Ingenieur. Noch kann ich aber keine Werkbank bauen, ich brauche noch einen Punkt. Ja, ja, ich weiß. Habe ich noch in Erinnerung. Im Gegensatz zu dir. Dir. Im Gegensatz zu dir. Wieso kann ich das nicht looten? Doch, das ist noch Empty Taxi. Okay. So, was ist das hier für ein komisches Gebäude? Die Eimer hast du angeschmissen? Ja, die Eimer sind an. Also die Clay Bowls. Ja, ja. Das meine ich ja. Wo sind die denn an? In der Werkbank? Ach, Werkbank haben wir in ja. In der Schmiede. Ich glaube, die kommt von oben. Wahrscheinlich in der die da. Wow! Okay. Was war das? Die Schüssel nehmen. Was war das denn, Alter? Ich hab da irgendeinen Schatten gesehen. Lekofanti, ey. Warum ist da kein Leder?
glaube, man muss mal wieder Kisten einräumen. Du hast erst. Der ist aber schnell. Verteilen wir Pipe-Shots. Oh, das ist schon wieder so ein. Oh, schon wieder so ein Feral. Hatten wir eine andere Wasserquelle als diesen Wasserturm? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich meine auch nicht. Warum ist meine Karte denn jetzt wieder so überbelichtet? Nee. Ja gut, aber den hattest du ja. Junge! Den hattest du ja gecleared, richtig? Ja, den habe ich gecleared, genau. Wow. Junge, warum wow, ist. Wow, ich mach meinem Namen wieder alle Ehre, ne? Also diese Gartenhacke hat einfach eine umgebogene Schaufel. Warum? Keine Ahnung. Der läuft aber auch sehr, sehr strange, der junge Mann. Der läuft aber auch sehr, sehr strange. Okay. Och, come on, ey, dass ich immer genau den falschen Moment erwische. Ich bin mir nicht so sicher, ob das richtig ist, was ich da tue. Kann ich dir auch nicht sagen, Mann. Also wenn ich auf den Boden kugel damit, macht das ungefähr 15 Schaden und sonst passiert nichts. Ja, gut HP, der junge Mann. Oh, junge Mann. Oh. Ich kann Boden aufschütten damit. Ich kann es dir, wie gesagt, nicht sagen. Du musst die Flasche ihm mal fragen. Dann kannst du jetzt, müssen wir jetzt erstmal andere Sachen zum anderen. Dann komm erstmal zu mir. Ah, Airdrop. Ja, den sollten wir uns vielleicht geiern. Aber wo? Ja. Okay, hier ist er hin. Alles klar. Was ist denn da weg? Junge. Also das war mal. Oh, ich habe eine Schrotflinte gefunden! Yay! Läuft bei mir, Leute. Ich glaube, wir haben auch schon so knappe 140 Schuss Schrotze, deswegen passt das schon mal ganz gut. Das Gebäude interessiert mich jetzt aber schon. Das Gefühl, dass hier. Oh, ein Tresor. Haben wir noch Lockpicks, Hanna? Kann ich dir nicht sagen, ich bin nicht an der Base. Okay. Kommst du an der Base vorbei, wenn du zu mir läufst? Nein. Zu dir? Ja. Ich bin ja gar nicht auf dem Weg zu dir. Ich bin auf dem Weg zum Airdrop, habe ich doch gesagt. Ja, okay. Wie gut, dass du mir zuhörst. Ich habe dir zugehört, ich dachte nur, du kommst danach zu mir. Danach kann ich zu dir kommen. Deswegen, weil dann kannst du Lockpicks auf jeden Fall mitbringen. Bist du in dem Haus? Ja. Ich werde sogar wahrscheinlich relativ zeitgleich mit dem Airdrop ankommen. Cool ist das. Mach doch nicht das ganze Haus kaputt, Junge. Hier müsst ihr noch Menschen drin leben. Ha, voll ins Gesicht. Kein Ausdauer mehr. Oh, Kopf weg. Oh, dicke Mama kommt hier. Big Mama's Haus. So. Ich liebe das, wenn die auf den Bauch fallen und man den nicht in den Kopf pieken kann. So, du bist auch weg, ciao. Was? Der war drüber? Na, konzentrier dich bitte. Ja, das war ein doofes Kind, da habe ich nicht so gut gesehen. Ein doofes Kind also. Ja, hallo? Oh nein. Was denn? Oh shit! Ich habe Running Soldier Boy gefunden. Oh, Apfelsaft ist da drin, juhu! Hat die Schrotze zufälligerweise Murmel? Nee, natürlich nicht. Ich hab das Gefühl, da ist ein Zombie hinter mir her. Jo. So, down. Achso, die Frage ist halt, inwiefern das Sinn für mich ergibt, überhaupt gegen einen Running Army Man mit einem Bogen zu kämpfen. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht die schlauste Idee ist, die ich haben kann. Okay. Der ist auf jeden Fall relativ garstig, der junge Mann. Genau, werde ich nicht angreifen. Ich glaube, ich werde mal versuchen, den abzuhängen. Rennt er weg. Ja, das ist, der ist zu strong. Ja, nee, die Rennen sind noch zu krass ohne. Ja, die Rennen sind jetzt auch nicht das Problem, aber wenn es dann noch ein Army-Typ ist, bei dem du mit dem Pfeil sowieso keinen Damage machst, dann brauche ich nicht gegen ihn zu kämpfen. Ja, das stimmt. Das ist einfach Pfeil-Munitionsverschwendung. So, ich glaube, ich habe ihn abgehangen.
hier hinten weiterlaufen, damit ich ihn da stehen lasse. Ich will ihn ja nicht wieder triggern. Ganz schnell raus aus der Wüste, du. Ich brauche dringend was zu essen, Hanna. Ich habe ein bisschen Hunger. Soll ich dir was mitbringen? Ja, bring mal was mit. Ich habe gerade im Feuer noch was angemacht. Okay, Lockpicks bringe ich mit und was. Genau, Lockpicks auf jeden Fall. Ich habe nämlich einen dicken Waffentresor gefunden. Hallo, Bruder. Komm mal, Dicker. Immer schön. Immer schön. Und ich dann aber überhaupt gar keinen Schaden mehr. Das ist so krass, wie wenig Damage man mit diesem scheiß Speer an diesen dicken Typen hat. Oh, das hat jetzt aber gesessen. Chop, chop, chop. Dann wollen wir mal gucken, was für einen geilen Loot der junge Mann da gerade beschützt hat. Ich muss mal kurz die Nase putzen. So, die sorry, da bin ich wieder. Beispielsweise. Bist du schon auf dem Weg? Noch nicht. Okay, kurz Ausdauer recken. Und jetzt. Oh mein Gott. Mach mich jetzt auf den Weg, mein Schatz. Okay, der ist auf jeden Fall. Bring mal bitte Schrotflintenmunition oh, mit. Oh, das auch noch. Ja, ja. Der gute Soldier, der ist hier gerade wieder gespawnt. Oh nein, oh, das war dumm. Den kann ich leider nicht weghalten. Da ist Darkness Falls klüger gewesen als ich. Hm. Das ist blöd. Aber das ich hab das Workbench Schematic. Ja, das kannst du lesen. Ja, dann brauchst du es aber nicht mehr skillen. Ja gut, ich brauche noch einen Skillpunkt. Ich muss es so oder so früher oder später skillen. Ja, aber jetzt ja nicht. Dann kannst du den erstmal anderweitig ausgeben. Nein, das ist Quatsch. Ich muss das eh skillen früher oder später und für dich wird es länger dauern. Also lies du's. Im Zweifel baust du die erste Werkbank. Ist doch unproblematisch. Okay. Okay. So, Munition. 81 haben wir. Ja, alles gut. I'm coming to you. Sehr gut, sehr gut. 300 Meter bist du weg. 350. Ein bisschen gelaufen, ja. Da sind auf jeden Fall zwei Waffentresore drin, also es lohnt sich, das Gebäude. Da brauche ich einen Moment, du. Hoffen wir mal, dass da was drin ist, wa? Was für ein Du da! Was bist du? Survivor, okay. Kann ich nochmal ein Auto auseinandernehmen? Habe ich noch eine Ranch? Ja, das ist die Stufe 3 Ranch. Wenn wir beide noch einen Ohrwurm davon haben. Let's go! Ist auch ein bisschen warm hier gerade. Ich schwitze nicht. Bist du in der Wüste oder was? Ja, ja. Na toll. Ja, nee, nicht in der Wüste, aber auf jeden Fall ist es hier warm. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum es warm ist. Hier direkt nebenan ist die Schneezone. Weil es ganz logisch ist. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt auf jeden Fall. Aber das bist du doch immer. Nimmt ja gerade was auseinander. Ja. Your skill in scavenging has increased. Thank you very much, my dear lord. Thank you. Okay, very much. Transen Holia Storage oder sowas. Ich hab so einen Arschloch getriggert. Hanna! Zu dir, ich helf dir. Ich piek ihm ins Gesicht! Dann mit dem Zahnstocher. Du schießt sie direkt wieder mit Pfeilen drauf. Ja, das ne? sind gerade eh nur Ich Steine. Kann auch nichts anderes. Das sind gerade eh nur Steinpfeile. Okay. Abstand. Ey, wie gemeint. So, Essen, Munition und Lockpicks mache ich selber. Wo muss ich hin? Sekunde. Wir müssen jetzt erstmal muss ich gleich den Typen da oben killen. Komm, folge mir. Kannst hier schon mal schleichen. Versuch dem aufgesetzten Kopfschuss zu verpassen. Wo bist du? Rechts rum. Okay. Ja, das hat bei mir gerade kurz ein bisschen geleckt. Wo muss ich hin? Hier ist einer, den kannst du versuchen auf. Wie viel hast du denn überhaupt mitgenommen? 7, das waren alle. Ja, lass mich mal durch da. Ich kümmere mich um die Zombies, die unten stehen. Also ich habe jetzt halt nur in der Kiste geguckt. Hier kommen Zombies hoch. Zu mir? Nee, zu dir nicht. Okay, weil ich kann gerade nicht reagieren. Versuch die mal. Wo sind die denn? Hier. Geil, den ersten Strang mit dem ersten Versuch zu knacken. Kannst du mal oben kommen? Luft rein? Ja. Ja, wo muss ich hin? Hier, da in den Gang rein. Hier. Ja, ich seh's. Was war denn drin? Nix krasses. Oh. Haben auch einfach. Es waren drin 22 Stahlpfeile. Dann diese Panzerplatten-Mod. Pistolenlauf und
P225 Empfänger, also ein Teil von der Pistole. Na gut. Geht so. Jetzt habe ich da einen Skillpunkt. 5 Skillpunkte übrig, okay. Ich muss überlegen, ob ich jetzt ein bisschen mit der Schrotze rumspiele. Ich würde mir gerne eine Blunderbuss bauen. Wir haben doch eine. Ja. Ja, Blunderbuss Muni brauchen wir vor allen Dingen. Also eine zweite Blunderbuss wäre halt auch nochmal cool. Komm, Hanna, du schaffst es! Es sind nur noch ein paar Sekunden, komm. Komm schon! Ja! Sauber. Läuft bei dir! Läuft bei dir! Auch nur Stahlpfeile und Schrott und Verschlussgehäuse. Ja, nur Crap zusammengesammelt, die junge Dame. Nur Krabby Crab Crab. Folgst du mir? Ja. Warum rennst du eigentlich mit nackten Füßen durch die Gegend? Kommst du klar? Deine Schuhe an? Nein. Oh, Tatsache. Ich sollte mir vielleicht mal so ein paar Items craften. Kann man Duster craften? Leather Duster. Ja, komm, lass mal erstmal back to base. Okay. Ja, eben die Sachen wegbringen und dann, ich muss mal eben kurz einen Überblick verschaffen, wie wir jetzt am schnellsten zu Waffen kommen. At least, dass jeder von uns eine Blunderbuss bekommt, die sind schon mal ganz gut. Weil da gehört zum Beispiel dazu, dass wir jetzt mal eine Werkbank bauen. Oh, ein Nest. Ja, ich bin gelootet. Jo, ich hab einen Skillpoint, ich kann also eine Werkbank jetzt. Die brauchst du nicht, wie gesagt. Mache ich jetzt trotzdem. Okay, dann mach es trotzdem. Ist halt komplett Waste, aber. Ja, oder ich mache. Okay. Es gab doch noch was anderes. Living of the Land oder sowas. Ich weiß es nicht, aber. Ist nee, auf jeden Fall sinnig, dass du das in andere Punkte investierst. Also finde ich, weil, wenn ich das Ding jetzt schon bauen kann. Ja, es gab, glaube ich, noch irgendwas anderes, was ich skillen sollte, aber ich bin mir gerade nicht sicher, was das war. Das weiß ich auch nicht mehr. Da hat mich leider meine innere. Ja, ich glaube, es war zuerst vergessen. Living of the Land, damit ich Säfte herstellen kann. Das habe ich aber schon geskillt. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir die Werkbank bauen wollten, um vor allen Dingen Minibikes herstellen zu können. Das war nämlich die erste Idee gewesen. Das war sie gewesen. Das war sie gewesen, die Idee. Hast du dir jetzt eigentlich auch, hast du jetzt auch noch Eier mit Speck im Inventory? Ja. Okay, wie viele denn? 5. Okay. Können wir hier nochmal einen reinfalten. Hier kriegt man wenigstens keine Kotzeritis von Eier mit Speck. Oh. Denk dran, hier die ganzen Leichen ja, zu nehmen. Ja, mach ich. Mach mal Platz da, Dicky. Nein, wo habe ich jetzt die Dietrich hingeschmissen? Oh, es gibt hier noch ein paar. Okay. Ups, bin durchs Feuer gelaufen, das war nicht so intelligent, aber brenne zum Glück trotzdem nicht. So, dann mache ich mal kurz die Workbench. Okay, ich können wir die überhaupt schon bauen? Workbench. Ich kann sie anscheinend nicht bauen, obwohl ich gerade das Recipe gelesen habe. Ja, das ist immer das Problem in Darkness Falls. Ja, aber das ohne Scheiß, das Ding ist jetzt seit ja, 6 Monaten, gut. Seit 3 Monaten draußen, da soll muss er jetzt auch mal in den Griff bekommen. Soll ich dann trotzdem die Werkbank skillen, damit ich die bauen kann? Aber ich guck mal eben kurz, ob das jetzt wieder an mir liegt. Disabled by Status Effect. Ja. Ich glaube, weil du irgendeine falsche Klasse bist oder so. Level Requirements, Toolcrafting 1. Ja komm, scheiß drauf. Skill das Ding, ist egal. Ich habe auch keine Lust, mich da jetzt mit zu befassen. Dann stell einfach die Werkbank hin. Was brauchst du dafür? Ja, ich guck gerade, warte kurz. Ich brauche 25 geschmiedetes Eisen und 20 mechanische Teile. Mal gucken, ob wir überhaupt geschmiedetes Eisen so viel haben. Ich wollte mich auch gerade ganz gerne... Hier ist kein geschmiedetes Eisen drin, musst du auf jeden Fall anschmeißen. Mach mal ein, alles, was wir an Eisen haben, kannst du mal reinknallen. Mal kurz, ob hier irgendwo noch was drin ich geh noch ein paar Autos auseinanderbauen. So lange. Wir brauchen gleich sowieso Autoparts. Dann haben wir die direkt auf Lager. Viele Eisen haben wir nicht. Ich glaube nicht, dass ich da viel geschmiedetes Eisen rauskriegen werde. Ein bisschen Eisen müsste da eigentlich schon sein. Da waren, keine Ahnung, 40 oder sowas. Aber ich habe noch was im Inventory. Also in der Schmiede ist schon Eisen, das ist dir klar, oder? Ah, okay. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Bitte. Das soll ich komplett zu geschmiedetem Eisen machen? Ja. Okay. Ich muss auch gleich ein paar Rapkits herstellen. Oh,
mechanische Teile brauche ich. Mechanical Parts müssen wir finden. Ich stell das Spiel endlich mal auf Englisch. Entschuldigung. Kann ich das hier machen? Was meinst du? Im Spiel kann ich das nicht, ne? Mach ich nächstes Mal. Bringt auch, glaube ich, nichts, weil du musst dann die komplette. Ja, aber dann hätte ich es schon mal umgestellt und könnte es dann beim Restart werden. Naja, ich glaube, du darfst gar nicht umstellen. Weil das Problem ist, dass du die Game Copy dann komplett neu anlegen musst. Das lohnt sich, glaube ich. Ja, okay, dann lass ich's. Dann ist es doch gut. Dann haben wir was für die Leute, die Englisch sprechen und was für welche, die nicht Englisch sprechen. Hier liegen noch ein paar Leichen neben der Base. Die nehme ich mit. Wieder genau immer im richtigen Moment weggucken. Voll in die Eier! Ich will nicht die doofen Pflanzenfasern. Lockdown. Jetzt mal hier Special Loot abgreifen. Liebe Leute, erstmal Special Loot abgreifen. Zwei Compound Bows. Stufe 1 und Stufe 4. Yay. Ja, den Stufe 4 kannst du mir gleich geben. Den habe ich ja schon. Aber ich habe noch einen Stufe 3, falls du den noch nicht hast. Welchen hast du denn? Zwei. Ja komm, dann kriegst du den Vierer. Ist okay, Hanna. Ist okay. Stufe 31 Stun-Beton. Der ist natürlich geil. Doch was für dich. Da kann man mal mit kämpfen, ey. Da kann man mal mit kämpfen. Ja, eigentlich finde ich den nicht so geil, aber Stufe 31 ist natürlich schon relativ strong. Das stimmt wohl. So, jetzt sind 20 Minuten Eisen fertig. Blöde Kuh. 25 geschmiert. Also ich wollte schon ausrufen und dachte, das kann ich nicht. Ja. Boah, da habe ich mich schon wieder echt erschrocken, ey. Sehr geil. Oh my goodness. Was? Das mit der Werkbank hat sich erledigt. Warum? Weil ich habe eine gefunden. Ja, soll ich jetzt keine herstellen? Nee, das ist Quatsch. Dann können wir die Mats besser erstmal für was anderes gebrauchen. Ich guck mal gerade, was wir für die Pocket Bikes brauchen. Oh ne, heißt die doch Mini Bike? Mini, nicht Mini. So, wir brauchen auf jeden Fall Forged Iron. Wir brauchen Mechanical Parts, Kleber, Leather, Electrical Parts. Dann brauchen wir die Headlights. Das müsste ich eigentlich alles sammeln können. Soll ich zu dir kommen? Kannst du schon mal gucken, ob wir noch schon Räder auf Lager haben? Motoren und Batterien. Gut. Also, wir haben 4 Motoren, ja, das 7 reicht. Räder. Ja, das reicht auch. Und Batterien wolltest du? Ja. Haben wir 2. Das passt perfekt. Dann kannst du noch mal, warte mal, wir brauchen insgesamt, ich guck mal gerade. Dann kannst du mir den ganzen Scheiß nämlich mitbringen. Du kannst mir mitbringen, alles, was wir an Forged Iron haben. Was haben wir da mittlerweile? Auch nicht Stahl, sondern Iron. Wo hab ich das denn jetzt gerade? Ich glaube 30 oder so. Okay, alles mitbringen. Mechanical Parts alles mitbringen. Kannst an die Crafting-Kiste gehen am besten. Ich weiß. Okay. Mechanical Parts, ja. Duct Tape. Wie viele hast du davon? 5. Ja, da musst du Kleber mitnehmen und Stoff und musst unterwegs noch welche machen. Kleber haben wir momentan nur 2. Nee, müssen im Feuer noch 30 oder so drin sein. Hab ich gerade angeschmissen. 43, ja, warte kurz. Dann muss ich noch Stoff. Warum ist hier denn kein Stoff drin? Ich habe Stoff dabei, okay. Ja, was noch? Dann Leather. Wie viel? Leather 70. Ja, alles mitnehmen. Electrical Parts. Ja. Dann Headlights. Warte, warte. Das Ja war nicht ich hab's, sondern ein Ja, das sieht schwierig aus. Ich guck mal gerade, ob ich Electrical Parts finde. Das muss eigentlich auch schon überall irgendwo sein. 60, 61 habe ich gefunden. Ja, ist gut. Ja. Dann brauchen wir Short Iron Pipe. Wie viele? 18 habe ich. Mhm. Ja, Headlights, 2 Stück. Okay. Da bist du sicher, dass wir welche haben? Müsste eigentlich in irgendeiner Kiste. Das sind diese Scheinwerfer, ne? Genau, richtig. Ich habe ja Autos auseinandergenommen, da kommen eigentlich automatisch immer Headlights mit dabei rum. Ja, die sind dann auf jeden Fall noch nicht einsortiert. Gerade suchen. Und danach auf jeden Fall noch Spring. Und dann hat die Reifen, 2 Motoren und 2 Batterien. Also keine Ahnung, wo diese Headlights sich befinden sollen. Bin mir relativ sicher, dass wir welche haben. Ach, 2 Stück habe ich auf jeden Fall gefunden. Ja, und was hast du noch? Die Federn, ne?
Genau, also nicht Federn im Sinne von Federn, sondern ja, die Schraubenzieher. Die mechanische Dinge. Das war's. Ja. Mach alles. Alles, was du hast. Silber brauchen wir immer. Kann ich 50 Stück herstellen? Ja, sehr gut. Dann haben wir wohl gar keinen Kleber mehr, ne? Ist egal, wir haben ja noch Knochen und alles, craften wir wieder neu nach. Alles gut. Komm zu dir! Sehr gut. Oh, ist noch ein Zombie. Ist hier irgendwie so ein Ding drin oder irgendwie New Life irgendwas? Kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Es ist irgendwie so eine kleine Farbe, das ist auf jeden Fall das heiß sehen. Ja, kann man aber nur, wenn man reinkommt. Ja. Dann brauchen wir den ganzen Scheiß. Sehr gut, dann mache ich mal schon mal alles an hier. So, dann können wir das Haus mal eben kurz clearen, wobei das dauert so. Ja doch, Haus können wir clearen. Die Bögen brauchen 4 Minuten. Ist hier noch ein Zombie? Bist du drin? Im Feld oder bist du draußen? Drinnen? Ja, ich bin nicht schon am Kämpfen. Wieso kann der denn kämpfen? Ist der tot? Ja, der ist tot. Anscheinend bricht der Boden ein. Und Hannah ist unten. Hä? Hätte ich jetzt gedacht. Bin ich unten. Okay, Steve Tools. Über. Oben ist nichts. Doch, doch, ich hab das oben gesucht. Gut, ich eben unten. Yo. Oh, jetzt bin ich. Jetzt bin ich im Wasser, okay? Ich hab es doch gesagt. Ich wusste es. Ja, ich bin einen Schritt rückwärts gegangen und plötzlich stand ich im Wasser. Und jetzt kommen wieder die Ausstellung. Da sind keine Zombies mehr, ich hab schon alles gekillt. Ja, okay. Ja, hä, wo ist denn dann das Problem? Ne? Achso, du hast nur runtergefallen. Achso, du hast aber auch alles gelootet, okay. Ja, ja. Wie komme ich denn wieder hoch? Das weißt du. Da sind drei Treppen, aber ich kann jetzt nicht sagen, in welche Richtung du laufen musst. So, jetzt bin ich wieder draußen. Erstmal ein paar Electrical Parts hier. Hast du jetzt schon alles gelootet? Thank you. Hier ist jetzt alles gelootet, ja. Wir können hier hinten nochmal kurz gucken. Dass ich hier nicht mehr looten muss. Hanna, du musst hier nicht mehr looten? Ja, dann wäre ich auch gar nicht erst ins Loch gefallen, verstehst du? Ja, ja, ja. Oh, hier, das Holz. Solche Holzstapel kannst du immer mitnehmen. Die geben extrem viel Holz. So. Bin ich ganz sicher, wir können da drüben in die Schule reingehen, aber die ist, glaube ich, ein bisschen heftig. Ja, aber auch. Da ist nur so ein Haus hier. Bin auch schon wieder ziemlich gut überladen. Dann gib mir was ab. Ja, mache ich gleich. Nein, die geben alle nix. Ich pack dir das mal hier in die Kiste rein, Hanna. Warum kommst du nicht einfach zu mir? Muss ich extra wieder zu dir laufen? Quatsch. Das kannst du schon mal mitnehmen. Ich wollte das in die Kiste reinpacken, man muss jetzt nicht alles auf den Boden droppen. So, wir haben noch 2,5 Minuten. Ich lese mal das Schema, ne? Welches ist das denn? Das Schrottrüstungsschematik. Ja, das kannst du gerne lesen. Hat er mir jetzt das Klebeband zurückgegeben? Wo rennst du hin? Hier zum Haus, zum Nachbarhaus. Wir machen das kleine Haus noch eben. Dann kann ich danach die Mopeds in Auftrag geben. Hier liegt übrigens ein Troller auf dem Boden. Hast du gesehen? Nee. Wo? Hä? Die Tür ist bei mir geschlossen. Okay. Klassiker. Hier kommt raus. Der Klassiker an Darkness Falls. Lass ihn mal rauskommen. Ist tot. Okay. Schwachsinn. Voll ins Gesicht, Brudi. Ah, ist ein bisschen kalt hier. Ich müsste mir auf jeden Fall gleich mal so einen scheiß Duster craften. Wäre ganz cool. Duster. Dieser Ledermantel. Hier geht's auf jeden Fall runter. Ja, geh schon mal gucken. Ich bin hier oben kurz am Looten. Oh, Essen. Aufgeslurft. Ist sie am Kämpfen? Hanna, nicht sterben! Bücherregale, let's go. Oh, ich hab das Orgasgemeldet gefunden! Oh, lol, 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 lol. Geh raus. Schock dich gleich. Like.
kann halt auch noch weiter kämpfen, der Bastian. Hast du alles unten schon geklärt, oder? Nee, nee, das war der erste, den ich hier gefunden habe. Also, ich bin jetzt draußen, ich kämpfe gegen einen Zombie. Die auch einfach weiterkämpfen kann, obwohl er geschockt ist. Oder? So, ich gehe wieder back to the Workbench und machst du Motorräder an. Da war da noch eine verschlossene Tür. Ja, du kannst ja noch weiter looten. Ich will jetzt nur die Motorräder anschmeißen. Schaffst du ja, auch alleine. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Ach. Da kommt direkt eine Troller raus. Ja, wenn du das jetzt, wenn du jetzt stirbst, hast du Pech gehabt. Oh, Hanna. Was? Jetzt habe ich dir natürlich die Bauparts in die Kiste gelegt, die ich eigentlich brauche. Ja, das ich brauche die Räder, ich brauche die Räder, die zwei Batterien und die zwei Motoren. Warte, ich komme zu dir. Ja, genau, komm zu mir. Bist du im Haus? Ich bin immer noch unten. Wo bist du? Jetzt auch noch. Wo geht's denn noch unten? Ich hier glaube ich drei Umwege gelaufen. So, ich bin jetzt wieder unten drin. Unten? So, was brauchst du? Ich habe hier... Vier Räder. Oder gib mir die Räder. Ich habe keine Räder. Dann hast du die... Doch. Da hast du die Räder nicht mitgebracht aus der Base. Dann hast... Ja. Ich habe all das mitgenommen, was du mir genannt hast. Und da waren Räder nicht bei. Ja, war jetzt natürlich blöd. Was brauchst du von mir? Ja, zwei Motoren und zwei. Ja, Motoren habe ich auch nicht. Ja, das habe ich alles nicht mitgenommen. Ja. Ja, du hast. Ich habe gefragt, was soll ich mitnehmen und du hast es nicht gesagt. War jetzt okay, blöd. Okay, mit dieser massiven Enttäuschung, dass ich mal wieder einfach enttäuscht von Hannah Cat bin, ja, sind wir jetzt aber auch leider am Ende der Episode angekommen. Zum Start der nächsten Episode werden wir auf jeden Fall zwei Minibikes unserer eigenen. Es tut mir leid, ich entschuldige mich vielfach für Hannas Stupidity or something gefragt, like this. Ich wünsche euch noch einen entspannten Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Hannah, möchtest du noch irgendwelche Worte sagen? Nee, ich finde es nur nicht gut, dass du immer alles auf mich abwälzt. Ja, ja, komm, naja, das klären wir alleine unter uns. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.